Hallo meine lieben Backfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Backen Sachen. Bevor wir mit dem Video loslegen, wollte ich euch noch mein neues Lieblingsstück zeigen. Und zwar, der Handrührmixer hat sich verabschiedet. Nein, Spaß, den brauchen wir immer noch. Aber ich habe jetzt eine neue Küchenmaschine von meiner Mama gesponsert bekommen. Also einmal Hashtag Ehrenmama in die Kommentare. Darüber würde sie sich sehr freuen. Und jetzt legen wir los. Heute zeige ich euch, wie man richtig leckere und weiche Brötchen herstellt. Ganz einfach zu Hause. Bis gleich. Für unseren leckeren Brötchenteig brauchen wir 600 Gramm Weizenmehl, 30 Gramm Rohrzucker, 30 Gramm Margarine, 25 Gramm Hefe, 10 Gramm Salz und 330 Milliliter Wasser. Falls ihr auch in den Genuss kommen könnt, so eine schöne Boje zu haben wie ich und so eine schöne Küchenmaschine, könnt ihr alle trockenen Zutaten schon reingeben und 330 Milliliter jetzt noch nachkippen. Das machen wir jetzt auch einfach. Übrigens ist es wichtig, dass das Wasser kalt ist, falls ihr die Brötchen lang steuern wollt, aber das kann ich euch später erzählen. Ihr könnt das aber auch lauwarm halten. So, jetzt wo ihr alles drin habt und den Kessel eingespannt habt, lasst ihr das Ganze für 2 Minuten auf langsamer Stufe laufen und dann für 6 Minuten auf schneller Stufe. Das gilt im Übrigen auch für einen Handrührmixer. Nachdem unser Teig für 10 Minuten geknetet wurde, könnt ihr das jetzt in 15 Stücke einteilen. Das sind ungefähr 60 bis 70 Gramm pro Brötchen. Das wiegt ihr dann einfach ab und legt die Stücke erstmal beiseite. So. Jetzt haben wir 15 kleine süße Brötchen. Die machen wir jetzt rund und ich zeige euch, wie ihr die am besten rund macht. Guck mal her mit der Kamera. Ihr nehmt eure Handfläche, packt das so rein, macht daraus eine kleine Kuhle, eine Kralle, eine Tigerkralle nennen wir das. Und dann scheuert ihr das quasi in Zirkel- oder in Zylinderbewegungen in eure Handfläche ein. Denkt dran, immer ein bisschen bemehlen und schon habt ihr ein rundes Brötchen. So, jetzt zeige ich euch, wie man aus dem runden Teigstück ein langes Teigstück macht. Aber ihr könnt auch die einfach rund lassen, aufs Blech legen, wie ihr wollt. Fangen wir an. So, ihr macht das ein bisschen platt. Dann faltet ihr das äußere Stück einmal zu euch und das einmal zu euch weg in die Mitte. Dann habt ihr hier so eine kleine Falte. Dann kneift ihr das zu und legt dann, das ist der Schluss, legt das dann einfach nach unten aufs Blech. Nachdem wir die Brötchen nach unseren Vorstellungen geformt haben, könnt ihr das Ganze für 40 Minuten jetzt abgedeckt stehen lassen und den Ofen in den letzten 10 Minuten bei 210 Grad vorheizen. Nachdem unsere Weizenbrötchen jetzt nun mal endlich geruht sind, backen wir das Ganze jetzt bei 210 Grad für ungefähr 12 Minuten. Da mein Ofen aber sehr alt ist, drehe ich meinen Ofen jetzt bei 180 Grad nochmal runter bei Ober- und Unterhitze. Leute, unsere Brötchen sind nun fertig gebacken. Zieht euch das mal rein, Alter. Ein richtig dicker Haufen Brötchen für einen alleine. Nein, Spaß, ich werde natürlich meine Liebe verteilen. Deswegen teilt auch dieses Video. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag oder einen angenehmen Abend. Und tschüss!